falsche anklicken. Dollhouse, Guyana Highlands und Ninja Hideaway ist dann in ein paar Folgen wichtig. So wie wir können, nochmal zurück. Wir können schon mal das Gebiet für Shinayas letzte Fusion triggern. Dann haben wir wirklich alle wichtigen Sidequests vorgetriggert. Dann müssen wir dazu zum wiederholten Mal ins Moana Village. Wir haben Shinayas drei Fusionsseelen komplett voll. Jetzt wollen wir mit der Ältesten reden, mit Okanaga. Vielleicht auch nicht, doch. The sky is the earth. Garvoy, das ist glaube ich ihr alter Stamm. Sprechen, alte Frau. Damit müsste jetzt der nächste Punkt auf der Weltkarte erscheinen. Genau, das Garboy Valley, was uns jetzt aber nicht weiter interessiert. Trotz erhöhter Zusatzkampfrate hätte ich das erste Gebiet komplett ohne Zusatzkämpfe zu kommen. Das wäre schon ein bisschen überraschend gewesen. Jetzt klingelt mein Handy, meine Güte. Ich bin gleich wieder da. Hey you, be sure to brush your teeth. Natürlich gewonnen. So, Mensch, lasst mich in Ruhe, wenn ich spiele. So. Johnny hat als erster das neue Level erreicht. Das ist sehr schön. Bilder ist noch nicht mal auf dem 48. Level angekommen. Bilder wäre eine Alternative zu Maru. Falls das doch nicht so klappen sollte. Neue Technik können wir eigentlich mal einsetzen, weil das doch nicht so klappen sollte im ersten Kampf, weil der Bosskampf, der soll wirklich übel sein. Und ich meine, dadurch, dass wir die Schlüssel verwenden, wird er wahrscheinlich nicht ganz so schwer werden. So, den Schaden können wir auch mal so hinnehmen. Lenny Rania. Master.
scheint mir von der Seite auch noch die Sonne ins Gesicht. Das ist natürlich ärgerlich. Jetzt werden wir nicht schon wieder unterbrechen. Ich meine, von der Zeit her könnten wir natürlich jetzt auch einen Cut machen, aber vielleicht schaffen wir ja bis Level 50 doch in der einen Folge. Wenn die Gegner alle so schön stehen, wir direkt angreifen können, ist das natürlich alles umso leichter. Die Kämpfe damit nicht mal eine Minute dauern. Merke ich es mal, wo wir lang müssen, aber wollen wir uns mal nicht verlaufen. Jetzt werden wir das Gate auch definitiv nicht mehr verlassen, denn mir fällt doch gar nichts mehr ein, was wir noch triggern könnten. Wenn wir uns jetzt dummerweise Shanaias letzte Fusion schon geholt hätten. Hätten wir damit, wenn wir da die Fusionszellen aufgelevelt hätten, wahrscheinlich sogar schon das gute Ende und das. Wenn man das gute Ende sicher hat, dann kann man schlechte nicht mehr erleben und das wollen wir ja nicht. Hätte ich vielleicht sogar schaffen können, dass ich mehr als Tiere treffe, aber Frank will ja auch noch was zu tun haben. Aber wenn die Gegner kommen, dann gehen die Kämpfe wirklich einfach, weil die haben ja nur 150 Sekunden, dem sind wir nach einer Attacke tot und stehen immer schön in Gruppen. Die MP kommt so nicht an, wir haben ja genug Zelte gekauft, wo wir unseren Shopping-Rang nach oben treiben wollten. Jetzt hat auch Hilda begriffen, dass Level 48 doch ganz schön ist. Lenny. Meister. Master. Vielleicht reicht ja auch schon Stufe 2. Klar rechts. Kettas brauchen wir gar nicht mehr einsetzen. Wenn das wahrscheinlich noch stärker wäre als der normale Angriff. Und wir brauchen in diesem ganzen Spiel keine Catcoins mehr sammeln. So. Mal wieder zelten unter diesem wunderschönen Anblick der untergehenden Welt. Natürlich in Arkham nicht geguckt, wie viel Schritt ich beim Pedometer habe, aber das werden wir jetzt auch nicht. Die werden wir jetzt auch nicht mehr ändern, dass wir dort nicht dort gucken gehen. Nehmen wir doch lieber den Stock, den hätte ich zurück mit Dual React wegnehmen können. Wäre vielleicht besser gewesen, aber ist egal. So ein bisschen wie so ein Klingelton, wenn man sich das anhört. Ach, nimmt auch Stock weg, das ist ja schön zu wissen.
ist jetzt kein Kampf, wo ich sage, der lohnt sich. Ja, der braucht halt eine Ewigkeit. Irgendwas bei ihm bald besser abzuhauen. Hat er noch 4 Nationen? Strike-Expand hat sich natürlich gelohnt. Hier kommen natürlich jetzt zunehmend Gegner, die dieselben Erfahrungen geben wie am Anfang, aber länger dauern. Will ich vielleicht doch in den Raum zuvor wieder gehen? Denn die Frösche, die waren ja wirklich dankbare Gegner. Jetzt nicht für die Coins, sondern deswegen, weil es sehr effektiv ist.
stehen natürlich selten doof. Und Johnny ist nicht dran, im Gathering einzusetzen. Jetzt wäre er dran, aber die stehen ja beide schon günstig. Und wie sie im Edeka sagen, gut und günstig. Lenny. Master. Schon mal Level 49. Das sind für Frank, also bei Shania sind es noch 7 Kämpfe, bei Frank 8 Kämpfe noch. Oh, könnte hinkommen. Also ungefähr 6000 kriegen, kriegt Frank immer so 7500. Ist nicht so schön. Weiter. Wenn ich hätte zwar Gathering mit Johnny zaubern können und dann die einfach kalt machen können. Dann werden wir jetzt mal Mao wiederbeleben müssen und. Das ist auf jeden Fall die Gegnergruppe, die gerne öfter kommen darf. Lenny. Wenn das Ganze jetzt wieder erwarten noch länger als eine Stunde dauern sollte, dann teile ich es wieder auf in zwei Teile. Dann wird eben doch nicht die 60. sondern die. Folge den finalen Kampf zum ersten Mal enthalten. Ich würde die schon gerne alle in der ersten Runde besiegen, weil die mir meinen Stock wiedergeben, den ich vorhin mühsam verballert habe. Ah ja, der ist tot. Ah, ich habe meinen Stock schon wieder. Shania, du machst ein bisschen gar nichts. Lenny! Master! I get stronger the drunker I am. You bring it up. Nee, da lohnt sich glaube ich mehr, wenn man Gathering macht.
mal, dass das alle trifft. Das wirft die natürlich jetzt alle meilenweit auseinander, ist aber nicht so schlimm. Beim Maus normalen Angriff weiß ich nicht, der ist nicht besonders gut, deswegen mach lieber das, wie ich sicher sein kann, dass ich 200 Schaden mache. Als wenn der normale Angriff nicht reicht und womöglich auch noch einer daneben geht, dann reicht es auf keinen Fall. Das ist Johnny Level 50. Aber der Rest ist egal, der wird eh nicht eingesetzt. Nur noch 69,8% Perfektquote, wäre nochmal schlechter. Sollte im Endkampf ein bisschen besser laufen. Wenn ich das vorhin gesehen hätte, dass die jetzt zu dritt bei Samstag, hätte ich King Gathering einsetzen brauchen. Wenn die Spinne auf der linken Seite gestanden hätte, wo sie jetzt rechts stand. Und die war schon richtig so. Sehr schön, dass das gerade so reicht. Vier Kämpfe. Gegen die Zeit. Erste darf auf die Ü50-Party gehen, obwohl Ü50 ist ja über 50. Johnny ist ja erst Level 50. Naja, auf die A50, also ab 50-Party. Und auf die U50-Party darf er nicht mehr gehen. Das hat mir gerade noch gefehlt. Schlecht für die Zeit.
den Gegner weggeprügelt von den anderen. Du warst eigentlich nicht geplant. Naja, was soll's. Der jetzt unerlebbar und nicht geplant. Natürlich erwische ich nicht frei, ne? Schön in der Mitte. Nein, dann klappt das nicht. Ich mal ein Replacement Man geben anstelle von dem anderen. Wie viel HP werden wir brauchen? Okay, Quatsch.
Schwerter werden wir im Endkampf jetzt nicht ganz so brauchen. Die Pocket Watch. Das wäre noch ganz nützlich, denke mal, die Flair. Vorbereitet. Und können das nächste Mal den ersten Versuch angehen. Ich kann noch mal gucken, wie es aussieht mit Items. Wir haben 2 5. Schlüssel, 2 3. Schlüssel, die werden wir alle verbraten. Wenn wir dann unsere Unterstützungszauber ordentlich gewählt haben, können wir auch gut absahnen. Unterstützungszauber, Quatsch. Während Shania wird das machen, damit sie ihre Boosts hochbringen kann. Sie hat jetzt schon relativ hohen Angriff, wenn sie dann noch ihre Fusion. Da werden wir gleich mal gucken, welche wir da nehmen werden. Also Tanker wahrscheinlich. Dann das nächste Mal das erste Finale vor den Sidequests und das schlechte Ende. Hoffentlich klappt es beim ersten Mal. Wir werden sehen. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.